Hallo meine Lieben, mein altes Make-up war leer und deswegen brauchte ich ein neues. Und wo gehe ich natürlich hin? Zu DM. Und wie immer, wenn ich im DM bin, kaufe ich auch noch Sachen, die eigentlich total unnötig sind und die ich eigentlich überhaupt nicht brauche, beziehungsweise nicht unbedingt brauche. Aber naja, weil es diesmal halt so ein bisschen mehr geworden ist, dachte ich mir, mache ich mal ein Haul für euch und fange jetzt einfach mal mit meinem Make-up an, wofür ich eigentlich zum DM gelaufen bin. Und es geht um das Make-up von L'Oreal und zwar den Lumi Magique. Ich habe den mir einfach nochmal gekauft, weil ich den eigentlich total gut finde und es fühlt sich einfach auch total schön auf der Haut an. Was ich sagen muss, ich habe mir eigentlich die falsche Farbe mitgenommen, denn das hat die Nummer 19 und ich brauche eigentlich die Nummer 27. Aber ich muss sagen, dadurch, dass ich einen Fehlkauf gemacht habe, passt die sogar jetzt noch besser zu meinem Gesicht. Und ja, ich merke mir jetzt einfach die Nummer 19. Ist ja auch im Moment nicht schwer, weil ich bin ja 19 Jahre alt. Die hat, glaube ich, 12,95 Euro gekostet. Ich hole mal ganz kurz meinen Kassenbon. So, das ist mein Kassenzettel. Und jetzt schaue ich mal, wie viel die wirklich gekostet hat. Und zwar hat die 13,95 Euro gekostet. Und ab jetzt sage ich die Preise nicht mehr, sondern die stehen alle hier unten sexy in der Ecke. Dann machen wir mal weiter mit einem Nagelhautentferner. Ich fand die total cool, weil normalerweise mache ich die mir immer mit so einer Nagelschere weg, aber das ist voll schwer und deswegen dachte ich mir, kaufst dir einfach mal so eine Nagelhautentferner-Teil hier. Und ich hoffe, die ist da gut. Und dann habe ich mir noch, wie immer, wenn ich Haarspray brauche, einen von Syoss gekauft. Weil ich finde Syoss Haarsprays für mich total gut, weil ich habe so schwere Haare. Und wenn ich einen von Schwarzkopf benutze, dann stehen meine Haare nach irgendwie einer Stunde wieder ab. Und deswegen dachte ich mir, kaufst du nochmal Syoss, ne? Ich kaufe ja immer Syoss, aber bei der Farbe bin ich jetzt nicht so festgelegt, sondern kaufe mir manchmal grün, manchmal blau, manchmal pink. Je nachdem, welche Farbe ich in dem Moment cool finde, die kaufe ich dann. Und dann habe ich noch, weil die Stars darauf schwören, mir B-Oil gekauft. Denn die Stars sagen ja irgendwie, die benutzen immer oft B-Oil, weil das die Haut irgendwie schön macht. Und seitdem ich in China, in den Sommerferien mir irgendwie so eine Narbe am Bein geholt habe, weil ich an meinen Koffer hängen geblieben bin, weil da eine Nadel, also so ein Schraube war, habe ich da jetzt eine hässliche, dunkle Narbe. Und deswegen dachte ich mir so, kaufst du auch mal B-Oil und probierst das einfach mal aus, weil hier drauf steht, dass die halt Narben, Dehnungsstreifen und ungleichmäßige Hauttönung entfernt. Und ja, mal gucken, ob die funktioniert. Ich muss die 3 Monate anwenden und ich finde, so billig ist die jetzt auch nicht. Die sieht drinnen so aus. Eigentlich voll die schöne Farbe, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas, was so aussieht wie Öl, meine Narben wegmachen kann. Und deswegen gucke ich einfach mal, wie die so ist und werde auch einfach mal sozusagen eine Reportage machen. Also ich werde mich dann jede Woche filmen, beziehungsweise mein Bein filmen. Und ja, nach 3 Monaten lade ich dann mein Video hoch und dann könnt ihr auch sehen, ob es wirklich funktioniert oder nicht. Und dann habe ich mir auch noch Nagellack gekauft, wie immer. Und zwar meinen heißgeliebten P2 Nagellack Dating Time. Bitte fokussieren, Kamera. Dankeschön. Ich liebe diese Farbe so sehr und trage die im Moment auch, weil ich finde, die Farbe, die steht meiner Haut einfach. Und dann habe ich noch den Catrice Nagellack The Effect Maker. Und ja, die Farbe ist auch sehr sexy und sehr schön, weil ich liebe im Moment auch so Rosatöne, die so ein bisschen schimmern. Und von daher ist die einfach perfekt. Und ich trage die zwei auch mal auf meiner Haut auf, damit ihr das auch mal sehen könnt, wie die aussehen. Und zwar habe ich mir da schon Tesafilm hingeklatscht. Nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich mir Nagellack jetzt auf die Haut direkt mache, ne? Ich mache das Rote einfach auch nochmal auf meiner Haut, auch wenn ich die schon auf meinen Nägeln trage. Aber so sehen die zwei halt aus. Den rosanen seht ihr jetzt gar nicht, was ich jetzt auch total doof finde. Aber den roten seht ihr ja perfekt, ne? Seht ihr den rosanen? Schimmert halt ein bisschen. Egal. Auf jeden Fall
fand ich die Farbe schön, deswegen habe ich mir die gekauft. Dann habe ich mir noch die Camouflage Cream von Catrice geholt, weil ich die einfach total gut finde. Und ich benutze die jetzt schon seit einem Jahr oder einem halben Jahr sicherlich. Und ich finde die einfach super gut, weil bei manchen trocknet das die Haut aus, aber bei mir ist die total gut, weil es kann vielleicht auch daran liegen, weil ich halt sehr fettige Haut habe. Ach ja, dann habe ich mir noch so einen Base and Care Coat geholt von P2, weil ich finde, das ist einfach gut für die Nägel. Und hier drauf steht auch, dass da Vitamine und Mineralien drin sind. Und da dachte ich mir so, ja, schadet ja den Nägeln nicht, ne? Dann kommen wir zu den letzten zwei Sachen. Und zwar habe ich mir auch diese Nude Palette von Catrice geholt, weil ich die einfach praktisch fand. Und zwar habe ich mir die letzte Woche schon geholt, weil ich da in Italien war. Und ich wollte jetzt nicht meine ganzen Make-up-Sammlungen mitnehmen, weil ich halt nur einen Koffer mitnehmen durfte. Und deswegen dachte ich mir so, kauf sie einfach mal hier diese tolle Palette. Wenn ich die aufkriegen würde, würde ich euch die mal zeigen. So. Und zwar ist da noch so eine Bürste mit dabei, also auch perfekt, wenn man irgendwie in Urlaub geht. Und die Farben, die gefallen mir sehr, weil da halt von hell bis dunkel alle dabei sind. Und man kann damit auch total gute Smoky Eyes machen. Und dann als letztes habe ich mir diese Präzisions Make-up-Eye geholt, weil ich einfach mal wissen wollte, wie die ist. Voll viele haben die ja schon, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die gut ist. Deswegen wollte ich die einfach mal ausprobieren und mal gucken, ob die wirklich auch so gut zum Auftragen ist. Und werde dafür auch wahrscheinlich ein Review machen, auch wenn ich ziemlich spät dran bin. Aber egal. Und ja, das war dann so mein Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer sehen wir uns dann im nächsten Video. Ciao!